Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir dürfen Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen zum Vereinsapparat 2018. Im Namen vom Stadtrat Wetzikon wünschen wir Ihnen jetzt in den nächsten gut 75-80 Minuten viel Spass. Geschätzte Damen und Herren, ich bin überwältigt. Es ist das 5. Mal, dass ich den Vereinsapro leiten darf, aber so viele Leute habe ich noch nie am Apro gehabt. Wie viele das genau sind, auf das komme ich später. Schön sind Sie auch dieses Jahr beim 9. Vereinsapro dabei und sage Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie die sind, die einen grossen Teil an Lebensqualität in unserer Stadt leisten tun. Dafür möchte sich der ganze Stadtrat und der Verband von der Wetzikon Ortsverein ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es ist der gesamte Stadtrat da, das gibt es ganz, ganz wenige Mal bei so Anlässen. Also Sie sehen, Sie sind wichtig. Liebe Anwesende, Frauen und Männer, dank Ihnen und Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es möglich, dass in unserer wunderschönen Stadt in Wetzikon rund 12'000 aktive und passive Mitglieder in einem Verein oder einem Club ihrem Hobby nachgehen dürfen. Das heisst, jeder zweite Einwohner oder Einwohnerin von Wetzikon. Weder wohl Schweiz, ich kann das jetzt ehrlicherweise googeln aus dem Internet raus, wer raus wird mich korrigieren, ob das falsch ist, ist die nationale Dachorganisation der regionalen Fachstelle für freiwilliges Engagement. Ihre Aufgaben sind die Vernetzung und Kommunikation zwischen den regionalen Fach- und Vermittlungsstellen. Über 1'800 Organisationen sind in der Schweiz über Mitgliedschaften mit Benevol verbunden. Ich sehe, da wird ja da schon wunderbar gepflegt. Nur schon der Anlass zeigt, dass dem Stadtrat bewusst ist, dass Vereine ein ganz wichtiges Kapital sind für die Lebensqualität in der Stadt. Ich habe mich sehr gefreut, hier anzukommen, und ich bin ebenso überrascht, was für ein Zuspruch da gefunden worden ist, dass so viele Leute hier angefunden haben. Wenn du das hörst, heisst das für dich klar, es muss ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal so ein Resultat geben. Das ist wie so, einer mehr geht noch, das muss gehen. Silbermedaille hast du jetzt Abend nicht dabei. Schade, ich habe das Viertel, wo ich sie angelegt habe. Einfach auch, dass ich das jede Woche in Facebook posten und zeigen, oder? Ja, guten Abend miteinander. Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank für den schönen Applaus vorher. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich hatte ein schwieriges Jahr gehabt, das Jahr. Ich war im Frühling verletzt, ich konnte nicht trainieren, habe mich dort durchgekämpft, habe viel alternativ trainiert und habe mir dann wirklich im August an der Europameisterschaft den Traum von meiner ersten internationalen Medaille können erfüllen. Und es ist immer noch ein Gänsehautmoment, wenn ich daran zurückdenke. Und bin einfach sehr dankbar an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Und da ist auch die Stadt Wetzikon ein sehr wichtiger Teil, weil ich dort wirklich in einem kleinen 20%-Pensum doch noch arbeiten kann. Und ich sage immer so, ich arbeite nach dem Lustprinzip. Also ich kann wirklich sehr flexibel meine Arbeitstage einteilen und kann so eigentlich wirklich meine grosse Aufmerksamkeit am Training und dem Trainingslager widmen und gleich noch ein bisschen in der Arbeitswelt mit dabei sein. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und darum an dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an die Stadt Wetzikon. Das Erfreuliche ist, Sie haben vielleicht gesehen, es gibt jetzt die Homepage www.eventlokale Wetzikon. Gehen Sie doch mal drauf, wenn Sie den Raum, den Sie üben, was sie benutzen jede Woche, wenn der neu drauf wäre, dann machen Sie doch, tun Sie doch den drauf. Dann nachher wird sichergestellt, dass wir alle oder der grösste Teil von der Verein, von der Vereinslokal dort drauf haben. Jetzt im Moment sind es etwa 45. Das Zweite ist,
ein Stadtfest. Das Stadtfest findet statt nächstes Jahr unter der Leitung vom VWO. Und wir möchten jetzt die Gelegenheit benutzen und dem Marcel Peter herzlich danken. Ich habe hier ganz viele Flyer, aber es steht auf alles gleich drauf. Danke, Marcel. Und es ist eigentlich die Motion von der Sandra, wo ist sie? Sandra Eliskasis. Ach, ja, du bist hinterher nimmst. Es verdankt, dass ihr nämlich die Motion eingereicht, dass wir im Stadtrat nochmal hinter die Bücher gegangen. Und das Resultat sehen Sie vor uns und dafür denke ich mir, wende ich einerseits das andere und letztlich auch dem Parlament danken, dass sie am Schluss das Projekt bewilligt haben und wir drinnen sein können. Dass es natürlich so zahlreich ist, ist unheimlich. Was man denen machen kann, haben Sie gesehen. Wir haben eine Musikveranstaltung gehabt, wir können eine Theaterveranstaltung machen, wir können einen Sportanlass machen, wir können einen VW-Anlass machen. Also es ist sehr offen, was man alles denen machen kann. Und, der Kronensaal ist jetzt übergeben am Kronenwirt. Also die Gemeinde hat den Kronensaal vermietet am Kronensaal, am Wirt von der Krone. Und er wird ihn auch künftig bewirtschaften. Martin Mühlhaupt. Es ist der 5. Vereinsapro, den er in meiner Legislatur organisiert hat. Und das mit vollem Erfolg. Deine akribischen, sehr genauen Vorbereitungen helfen nicht nur, dass das Fest so gut gelingen tut, sondern helfen auch mir, den Anlass so durchzuführen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich habe mir erlaubt, auch hier einen Blumenstrauß vorbereitet zu lassen mit einem kleinen Emoji und möchte das mit einem tobenden Applaus hier übergeben. Marcel war Drehscheiber zwischen Verein und Politik. Er war bei unzähligen Beratungen dabei und hat für jedes Anliegen die passende Lösung gefunden. Auch als Mentor, haben wir jetzt alle gehört, war Marcel unterwegs und hat meistens Lösungen finden können, bevor Probleme überhaupt entstanden sind. Man könnte sagen, die richtige Spürnase im richtigen Moment am richtigen Ort. Marcel, du bist nicht nur mit Leib, sondern auch mit Herz und Seele immer für die letztlichen Vereine und Clubs engagiert sein. Weil das offiziell deine letzte Teilnahme am Vereinsapro ist, möchten wir dir im Namen von uns allen ganz, ganz herzlich Danke sagen mit einem Blumenstrauß, einem Gucci und mit einem riesigen Applaus. Wetzikon, ich habe es glaube ich in der Zeitung nicht schon zitieren lassen, Wetzikon ist einfach bodenständig. Und Wetzikon ohne Verein wäre nicht Wetzikon. Und was sie da leisten in Wetzikon, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ich komme aus dem Unterland und dort ist das Vereinsleben nicht mehr so etabliert wie da oben. Wenn sie nicht wären, wäre Wetzikon nicht das, was heute ist. Danke. Thank you.